So, wir sind unterwegs im Kia EV6 und ich möchte euch eine Sache zeigen, die wirklich ziemlich cool ist, weil ich sie so in der Form selten gesehen habe. Und zwar meine ich damit nicht das Parksystem, sondern den Parkassistenten. Und den schalte ich jetzt mal ein. Jetzt steht hier Suche nach Parklücke. Dafür müsst ihr lange auf die Taste drücken. Und jetzt fahre ich hier mal durch die Nachbarschaft durch. Und jetzt erkennt er mir schon den ersten Parkplatz. Und jetzt erkennt er mir hier, glaube ich, den zweiten Parkplatz. Perfekt. Und jetzt könnt ihr einstellen, wie er einparken soll. Hier sind natürlich verschiedene Sachen ausgegraut, aber das machen wir jetzt. Und jetzt gibt es zwei Modi. Und das finde ich tatsächlich cool. Intelligentes Parken, ihr bleibt im Auto sitzen. Oder ferngesteuertes Parken, Schaltung im P, Schlüssel mitnehmen und aussteigen. Und das ist richtig cool, finde ich. Das hat was von Magie. Das zeige ich euch jetzt direkt hier. So, muss ich nur noch den Schlüssel finden. Vieles Go sei Dank. Hier ist er. Und jetzt gucken wir mal kurz auf den Schlüssel. Der hat hier zwei Tasten oder drei Tasten. Und jetzt drücke ich einfach hier die Parktaste, halte die gedrückt und jetzt passiert Folgendes. Der Wagen schaltet in den Rückwärtsgang. Und ihr habt jetzt die Möglichkeit, neben dem Auto stehen zu bleiben und dabei zuzugucken, wie er einparkt. Und ich hätte mir keine bessere Parklücke, ehrlich gesagt, aussuchen können. Der fährt da immer drauf zu und ich denke die ganze Zeit so, bitte bremst. Bitte bremst, also gerade beim Rückwärtsfahren mit ziemlich viel Schwung habe ich das Gefühl. Ne? Ich weiß ganz ehrlich nicht, ob ich den Wagen, wenn ich das hier von Hand machen müsste, ob ich den hier so eingeparkt kriegen würde, wie der das hier macht. Habt aber die Möglichkeit jetzt hier alles, ich könnte auch, also im echten Leben ständig wahrscheinlich eher auf dem Bürgersteig als auf der Straße. Aber wie krass ist das bitte? Jetzt glaube ich noch einmal kurz zurück. Und stopp. Hat er einmal geguckt nach vorne, einmal nach hinten. Und das war's. Könnt den Wagen abschließen und eine Tasse Kaffee trinken gehen, weil genau das werde ich jetzt machen. Macht's gut, ich bin der Marc. Viel Spaß, bis bald.